Hallo hier bei Johannas Land, Leben und Küche. Die Sonne scheint heute mit aller Macht in meine Küche hinein. Die Tage werden wieder länger. Wir werden sicherlich bald wieder anfangen, Kuchen zu backen, Nachtische zu machen. Und dafür brauchen wir diese kleinen, schrumpeligen Dinger. Und zwar sind das Vanilleschoten. Für die, die es noch nicht wussten, Vanilleschoten kommen von einer Orchideenart. Und da werden wir jetzt zusammen Vanillezucker draus machen. Dazu brauchen wir heute wieder unser Schneidbrett. Ein Messer, mit dem wir die Vanilleschoten aufschneiden und auskratzen können. Eine Schale, wo wir dann alles nachher zusammen mischen. Und Aufbewahrungsgläser. Die Zutaten heute dafür sind 2 Vanilleschoten und 1 Kilogramm Zucker. Als erstes nehmen wir uns eine Schote, legen sie uns auf unser Brett und schneiden sie der Länge nach von oben bis unten ein. Richtig aufritzen. Jetzt sieht man schon, hier drin sind so schwarze Krümel. Ich mache das mal mit dem Finger so ein bisschen, kann man das besser sehen. Und genau diese schwarzen Krümel, die wollen wir haben. Die holen wir jetzt da raus mit dem Messerrücken. Schieben das alles in eine Richtung. Und das ist eigentlich auch schon alles. Jetzt geben wir das gleich zum Zucker dazu. Und dann ist unser Vanillezucker eigentlich schon fertig. Jetzt habe ich mich auch glatt noch versprochen, weil ich ein bisschen irritiert war, dass ich jetzt nicht gleich meinen Zucker und meine Schale zur Hand hatte. Ich fülle jetzt natürlich meinen Zucker in meine Schale um und gebe jetzt ganz vorsichtig, es sind auch keine Krümelchen, es heißt Mark. Für die, die es jetzt ganz genau haben möchten. Und gebe jetzt meinen Vanillemark in den Zucker hinein. Mach das so ein bisschen von dem Messer ab. Und jetzt schneide ich meine zweite Schote auf und mache genau das gleiche und gebe sie in den Zucker und dann mischen wir es gleich nochmal durch. Wieder die schwarzen Krümelchen oder das Mark rauskratzen. Wieder die Schale herbei und alles in den Zucker geben. So sieht das Ganze nun aus. Das Mark, es klebt ein bisschen, deshalb gehe ich jetzt da durch und verreibe das halt alles so mit dem Zucker bzw. krümliches ordentlich in den Zucker hinein. Und dann haben wir schon unseren echten Vanillezucker hergestellt. Damit das natürlich jetzt auch in den ganzen Zucker übergeht, lassen wir es natürlich auch eine ganze Weile stehen, deshalb auch die Aufbewahrungsgläser. Jetzt kann man natürlich noch was tun, das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Unsere ausgestrichenen Schoten brauchen wir jetzt natürlich nicht wegschmeißen, da ist natürlich auch immer noch was drin an Geschmack. Und deshalb schneide ich jetzt die Schoten ein bisschen kleiner und gebe sie einfach mit in meine Zuckermischung mit hinein. Jetzt könnt ihr das natürlich auch in der großen Schale stehen lassen. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde jetzt erst einmal meinen Glaszylinder nehmen, alles hier reinfüllen. Nehme ich ein bisschen die Hände zur Hilfe, damit nicht so viel an der Seite vorbei läuft. Und lasse das alles, da ist noch ein bisschen drin, jetzt ungefähr eine Woche erstmal in diesem Zylinder stehen. Und jetzt hatte ich ja meinen Deckel bzw. meinen Teller. Und decke den einfach oben drauf. Und so lassen wir es eine Woche stehen und dann fülle ich es erst ab in Gläser.